Hallo und ein herzliches Willkommen an alle treuen und neuen Zuschauer. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich mache heute weiter mit Grounded. Und wünsche uns allen viel Spaß damit. So, wir sind zurück bei Grounded. In der letzten Folge haben wir den Weltenbaum ein bisschen erkundet, die große Eiche. Wollte ich dort eine Base aufbauen, dann habe ich gesagt, nee, das ist ein bisschen zu extrem. Dann bin ich ein bisschen abseits gegangen, habe hier ein Labor gefunden. Da oben ist die Eiche. Habe hier ein Labor gefunden und mich neben dem Labor niedergelassen. Das ging auch in die Hose. Jetzt habe ich mich etwas abseits davon aufgebaut und denkt mir, das ist nicht so schlecht, denn ich habe nicht so weit zum Labor und ich habe permanent was zu erforschen. Ich denke mir, das ist eine gute Taktik. Das Fleisch. Ach Gott, haben schon wieder die Tierchen gefuttert. Ich denke, das ist eine gute Taktik, ein Lager in der Nähe von einem Labor aufzubauen. Gehst du her? Ach du Scheiße, du geh nicht her. Verdammte Hacke! Was machen die da um die Uhrzeit? Wie spät haben wir es denn? 11 Uhr. Lauf! Warum lauf denn? Lauf! 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 Junge, lauf! Zickzack laufen! Hilft bei dir auch nichts. Hante. Hante Dante. Ja, jetzt kommt da nicht ein Dings daher. Wenn ich schon oben bin, gibt es irgendwo Wasser? Schaut jetzt nicht so aus. Was zum Futtern wäre auch nicht schlecht. Da vorne gibt es Saft. Nein! Hast gesehen, wie der Speer abgeprallt ist? Da ist es geil. Ja. Hier ist irgendwo ein Larvennest, aufgepasst. Aber ich glaube, das ist eine, so eine Made, grabt das Ding aus, ist eine Larve. Nein, nein, nein. So. Hier lang. Du schon wieder. Na komm schon. Ist das aber nicht wahr, oder? Was war denn das jetzt? Habe ich geblockt. So, mein Rucksack wiederholen. Fortgeschrittenes Buschwerk. Erstelle ein Stück einer Rüstung. Ja, ich habe schon Stücke einer Rüstung an. Bin ja kein absoluter Noob. Ja, eine kleine Spinne, Sims. Ja, ich freue mich schon, wenn du bei dem Spiel dabei bist und dir dann auch in die Hosen machst. Da sterbe ich gerne und lache dich dabei aus. Haha. Da lache ich dabei, wenn ich sterbe. Nee, Spaß. Ich will ja kein Spinnenfutter werden hier. Ach du gute Güte. Was ist denn da jetzt los? Ah ja, genau, wenn man zu viel von den Viechern hier tötet, dann sind sie sich deiner Anwesenheit bewusst und attackieren deine Base. Also es gibt da noch Base Raids. Ich hatte schon einen Ameisen Raid. Ich glaube, in der Folge 7 war das. So. Ich habe immer noch keine Distelstacheln gefunden. Aber ich will jetzt mal zum Labor kommen, ohne dass mich so ein Vieh tötet hier.
Ich habe einiges zum Erforschen. Spinnen jetzt gar nicht gut. Mensch, verpiss dich. Du für Spinne, du, hey. Ich sehe sie nicht, sie sieht mich nicht. Kannst vergessen. Verdammt! Das Ding komme ich nicht an. Achso, Inventar voll fallen gelassen. Nee, 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 nee. Mann, meine Rüstung ist defekt. Deswegen sagt er mal. Okay. Ich hab's gecheckt. So, ohne Dings brauche ich keine Bogen. Ohne Pfeile. Martenhaut habe ich noch nicht erforscht. Drüsen lasse ich mal auch da. Den Pelz brauche ich derweil auch nicht. Die kann ich reparieren oder wegschmeißen. Die muss ich auch noch erforschen. 1, 2, 3. Und was braucht man für die Reparatur der Ameisenrüstung? Also, das geht so nicht. Das geht im Inventar. Reparieren. Haben wir alles. Sehr nice. Das ist, wenn ich den Korb direkt neben dem Ding hinstelle. Kann er dann aufs Inventar zugreifen. Da fehlt mir was. Das war das E, nicht das R. Deswegen bin ich so schnell abgekackt, weil meine Rüstung für war. Okay, du bist schon verdorben, die schmeißt mal weg. So. Haben wir drei Speere, so nochmal Waffen nach oben. Käfergummi. Also nee. Ameise? Ameise! So. Wo ist jetzt der Rüsselkäfer? Rüsselkäferfleisch brauche ich für mein Schild. Wo ist mein Schild? Waffe. Ja, aber ich brauche 4 Stück, bevor die alle jedes Mal. Noch einer? Da war noch einer. Da ist einer. Bevor die wieder verfaulen. Ab dich. Ja, mach mal beide Speere. Jetzt haben wir 4, einen im Inventar.
packen wir ein bisschen Rüsselkäferfleisch. Möchte man den Schild bauen. Vielleicht kann ich es dann auch mit der Spinne aufnehmen. Lach. Genau. Ah, der scheint auch mir zu gehören. La 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 la. So, dann sind jetzt gleich wieder irgendwo die Wanzen. Hallo? Nein, keine Wanze, keine Wanze, spitze Füße, spitze Füße. Spitze Füße, weh, 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 au weh, au weh, weh. Nein, nein, nein. Mein Gott, da ist auch ein Spinnennetz. Netzfaden entdeckt. Oh, ich werde zum Spider-Man. Was? Hackwerkzeug. It's a little baby spider. Kind of cute in a creepy sort of way. Wo? Yeah, scary baby. Wo? Ah. Also na, das ist ja plattlos. Ich sehe keine Babyspinne. Macht er mir da Angst? Warum hängt denn da die Platte los? Aber ich brauche was zu essen. Da ist die Babyspinne. Dreimal Netzfaden. Okay. Aha, Splitter kann man da ernten. Nice. Warte mal, das ist Löwenzahn. Ich brauche Disteln. Disteln für Pfeile. Was ist das da für ein Gewächs? Klee. Das ist ein großer Klee. Wo soll es da Disteln geben, bitte? Ich habe noch keine gesehen. Ach du Hücki, ja, ist das na. Überall gibt es die Spinnen hier. Das Labor. Okay, also ich check schon. Die Labore sind ein bisschen tricky zum Begehen anscheinend. Da gibt es immer... Haben wir jetzt? Geh weg! So. Respawn-Punkt. Was? So weit bin ich abgekommen? Das ist nicht so weit. That was refreshing.
Ich liebe den Speer. Ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Ich schau gar nicht hin. Ich will sie nicht sehen. Ha, du bist zu fett. Kommst da nicht durch. Doofes Vieh. So. Was ist denn das? Ich finde immer was Neues. Ein Hotdog. Ich halte es aus. So, da vorne ist mal der Pilz. So. Nee, weißt du, es verfolgt mir das Fleisch. Ich will zuerst den Schild haben. Nein. Jetzt fehlt mir da wirklich eins. Ich bin jetzt okay. Das Teil kann ich braten. Kenne ich auch nicht. Ein bisschen Käferfleisch braucht man. Ich habe da noch keinen Grill, oder wie? Viermal Stein, dreimal und was war das? Getrocknet. Das Teil. Na, warum finde ich jetzt die Lampen nicht? Pflanzenleuchter. So, da brauchen wir jetzt ein bisschen Harz. Take that, Vampires! Nächster Vampire. Waffe, Schild. Ne, Waffe. Was fehlende Zutat? Werkbank. Wir stehen vor der Werkbank. Fehlende Zutat. Herstellen und ausrüsten. Okay, jetzt ging's. So, jetzt haben wir ein Schild. Aber den Schild muss ich auch ins Inventar legen. Ich werde mal die Fackel nach hinten. Und Werkzeug auch hier. Warte mal. Nee, ich gebe ein Schild auf die Nummer 6. Wo ist das Schild? Nein, Nummer 4. Entschuldigung, Nummer 4.
Keule kommt auf Nummer 3. 1, 2 Angriff, 4. Ja, 5, 6. Okay. Passt mir gut. Und aber doch mal dreimal Harz, dass ich jetzt nicht habe. Ich bleibe jetzt mal da, bis das Futter fertig ist. Zack, Futter fertig. Give me a plate of this. Wer braucht mit Ameisenteile? Achso, jetzt habe ich die Fackeln nicht ausgerüstet. Oh ja, die hätte ich auf 8 haben wollen. So, Rieselkäferfleisch und ja, die Harztropfen. Ja, jetzt brauche ich ein paar Harztropfen. So, jetzt bin ich vollgestopft. Jetzt werde ich die Nacht durchschlafen. Und jetzt schauen, dass ich hier etwas zum Trinken finde. No lemon crime, but it's better than nothing. Hm? Da war ja noch keiner irgendwo. Er schaut nicht so aus. So, irgendwann muss ja die Spinne mal weg sein. So, was wollen wir jetzt? Käfergummi. Nehmen wir mal das Larvending. Aber vielleicht ist das nicht jetzt wieder Deko. Nee, schöne Spinne, sagt er. Ich glaube, ich spinne. Larvenklinge. Okay. Lausator-Pilz. Lausator-Pilz. Okay. Vielleicht kriegen wir da jetzt die Seilrutsche? Nee. Können wir nicht vorstellen. Aber mal ein Seitenseil. Basketballkorb. Okay. Na, dann können wir Basketball spielen gehen. Auch nice. Offline, keine Energie. So weit, so gut. Was bist du da? Nichts, was ich abernten könnte.
So. Wir brauchen was zu futtern. Da hinten ist schon wieder die fette Spinne. Schild! Schild austesten hier. Läuft die einfach. Wo ist denn der jetzt? Genau, da zuerst angreifen und davon laufen. Nein. Komm mal dahin. Weit weg von mir, ich weiß, aber schlecht. Gewusst. Schon langsam höre ich es, wenn die Spinne kommt. Brauch unbedingt Verbandzeug. Flüssigzorn, okay. Wo ist der erste, den ich versemmelt habe? Sollte der nicht da irgendwo stecken? Hier. So, dann brate ich mir mal das Fleisch hier. Damit ich wieder zu Kräften komme. Genau, Verbandszeug. Harz. Kein totes Holz weit und breit. Ja, zur Eiche könnte ich gehen, da gibt es genug Harz. Das wäre von hier aus die Richtung. Schluck, Schluck, Schluck. Okay, da gibt es jetzt wieder Eicheln, die ich knacken kann. Ich habe nämlich jetzt auch schon die Eichelrüstung gelernt. Das ist eine Heavy-Rüstung.
hält viel Schaden aus, aber wahrscheinlich auch macht schnell müde. So, ich hoffe, dass das jetzt Larven sind. Habe ich schon. Da gibt's Baumharz. Neben dem Eingang zur Spinne. Da habe ich auch schon eine Base aufgebaut. So, aber jetzt mal dringendst hier einen Verbandskasten, ein Verbandszeug gemacht. Und wir schmeißen das in die Nummer 8. So, na, dann könnte man ja auch noch am Schluss der Folge die Quest hier fertig machen. Was ist denn das da? Pilze! Ja, was ist denn hier passiert? Okay. Wofür? Ist das noch? Oh, ich denke mal gerade, wo führst du mich hin? Ja, genau, ja, da geht er gar nicht nach, überhaupt nicht. Erkunde das Labor. Okay. Warum gibt es da Miniaturlabore, bitte? Ich meine, ist das der Ant-Man? Ant-Man hat in den Comics immer Labore im Mikrouniversum gebaut, damit ihm keiner finden kann und er dort quasi ungestört forschen kann. Er hat sogar mal ein Gefängnis für Superschurken in einem. Also er hat ein Gefängnis für Superschurken geschrumpft. Also überhaupt ein Gefängnis geschrumpft, die Superschurken geschrumpft. Und dann können die da gar nichts anrichten. Sprungnetz, nice. Da kann man Höhen damit überwinden. Oder flüchten. Ist komisch, denn das Madending hatte ich schon mal erforscht, aber ich habe trotzdem Hirnschmalz bekommen. Ne Jutisch. Noch Pixen. Also wer immer das da hergestellt hat, ist sicher mit dafür verantwortlich, dass wir gesprungen sind. Öffnen. Eichenlabor, okay. Das ist das Labor von Dr. Eich. Okay. Na toll. Jetzt habe ich wieder keine Fasern. Okay. Hilf. Börgel. Thanks for the helping hand!
I am Burgle, acting science manager for this project. I am also a robot. Ah, wirklich? Was für eine Überraschung, du solltest nicht hier sein, Menschenkind. What the heck? Oh. Ah, nice. Aha. Jetzt haben wir eine Runde gelaufen. Erstelle ein Stück Rüstung. Ja, was wird denn mit dem Burgle, wenn er nichts tut? Was hat das jetzt? Ah, jetzt. Das muss sicherlich alles sehr verwirrend für dich sein. Hoffentlich kann ich etwas erklären. Ich vermute, dass du von Dr. Tullys Spark-Arc-Gerät verkleinert wurdest. Warum bist du hier auf dem Hof? Ich weiß es nicht. Eigentlich kann ich mich an kaum etwas erinnern. Ein kürzlicher Stromstoß hat eine gewaltige Explosion im Rohwissenschaftslager ausgelöst. Wie man sehen kann, ist dieses Labor eine Katastrophe. Und schlimmer noch, die Explosion hat meine Rechenleistung ruiniert. Meine Speicherbänke sind beschädigt. Tut mir leid für die schlechten Nachrichten, mein Freund. Wie kann ich dir behilflich sein? Wo bin ich? Hoppla. Das ist die Basis für die Durchführung von Experimenten in seinem Garten. Wer ist Dr. Wendell Tully? Dr. Tully ist ein brillanter Wissenschaftler und Erfinder. Er ist auch mein Schöpfer. Mein ursprüngliches Protokoll war alles schnell, war als Schnellkoch der Zukunft zu dienen. Okay. Ich wurde kürzlich zum stellvertretenden Wissenschaftsmanager befördert, um ihn bei seinen Experimenten zu unterstützen. Zweifellos war meine bisherige Erfahrung für Dr. Tully von unschätzbarem Wert. Obwohl jetzt, wo ich es verarbeite, ich habe ihn seit mehreren Wochen nicht mehr gesehen. Und jetzt kann ich mich nicht erinnern, wo er hingegangen ist. Das muss an meinem kaputten Speicherbänken liegen. Tut mir leid, die schlechten Nachrichten. Wie kommt es, dass ich mich an nichts erinnern kann? Mir scheint, wir sind beide ein wenig desorientiert. Nach meinen Berechnungen hat sich der kovalenten Abstand deiner Biomasse durch den Entzug interatomarer Energie verringert. Mit anderen Worten, du wurdest geschrumpft. Wahrscheinlich wurde das mit Hilfe des Bug-Plattform von Dr. Wendell Tully erreicht. Patent beantragt. Schrumpfen kann eine dramatische Erfahrung sein und Gedächtnisverlust ist eine bekannte Nebenwirkung. Hoffentlich kehrt dein Gedächtnis rechtzeitig zurück. Tut mir leid für die schlechten Nachrichten. Wie komme ich nach Hause? Um zu deiner primären Größe zurückzukehren, musst du Dr. Tullys Bug erfolgreich aktivieren. Leider zeigen meine Messungen, dass er nicht funktionsfähig ist. Er scheint durch die Explosion mehrere Fehlfunktionen erlitten zu haben. Tut mir leid, könnten wir den Specker reparieren? Das ist eine tolle Idee. Ich werde eine vollständige Diagnose-Scan durchführen und sehen, was wir tun können, um es zu reparieren. Verarbeite. Speicherfehler, Code, Tut mir leid, es scheint, dass, als hätte ich mehr Schaden an meinen Speicherchips erlitten als erwartet. Ohne diese Erinnerungen weiß ich nicht, wie ich den Spec-R reparieren soll. Tut mir leid, bla bla bla. Speicherchips? Verwende zwei Arten von Chips, um mein Gedächtnis zu reparieren.
Hilfschip und Chips mit geringer Kapazität, die zum Speichern von Projektdaten verwendet werden. Wenn du diese findest, kann ich dir helfen, neue Überlebensrezepte zu lernen. Superchips sind etwas Besonderes und sie sind Gold. Sie sichern vollständige Verzeichnisse meiner Speichersysteme. Wenn wir den Sparker reparieren wollen, müssen wir diese Daten auf einen Superchip finden. Okay? Ich schlage vor, die anderen Labore im Garten zu erkunden, um mit allen Speicherchips, die du findest, zurückzukehren. Okay. Tut mir leid, aber bla bla bla, gibt es andere Labore? Dr. Thule hat viele weitere Labore im ganzen Garten gebaut. Jedes Labor wird für verschiedene Experimente verwendet. Ich kann dir ihre Standorte in deinen Skype hochladen. Bitte warte, warte, warte. Datei nicht gefunden. Käse und Pommes, die Laborstandorte fehlen auch in meinen Speicherbänken. Aber wir haben Glück. Ich konnte den Standort der Heckenlabor-Einrichtung abrufen. So. Was ist das Heckenlabor? Es ist das Beobachtungszentrum des Gartens. Es wird für die Erforschung von Spinnenfäden genutzt. Du findest die Hecken in der Nähe des Hauses, wenn du nach Südosten gehst. Das Labor befindet sich tief in der Hecke. Ich sende die Koordinaten und dann. Oh mein Gott. Hey, hey, hey. Das hört sich nicht sehr einladend an, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Versuche zuerst das Heckenlabor zu finden, aber es gibt nichts, was dich abhält, den Garten nach anderen Laboren zu durchsuchen, außer tausenden von hungrigen Insekten. Hahaha. Das erinnert mich an etwas. Wendel sperrt die wichtigen Labore mit biometrischen Scannern. Du brauchst Zugang, wenn du eine Chance haben willst. Geh zum ASL-Terminal und lege deine Hand auf den biometrischen Scanner in der Nähe. Gib ihm einen Moment Zeit, um deine Signatur zu synchronisieren. Sobald du registriert bist, bekommst du auch Zugang zum ASL-Computernetzwerk. Es gewährt Zugriff auf tägliche Arbeitsgegenstände. Aufgaben, nein, Quests. Ja, Quests. Ich werde auch für jede abgeschlossene Quest mit Naturwissenschaft belohnt. Also belohnen. Lock dich dort ein. Wenn du keine weiteren Fragen hast, solltest du dich wirklich auf die Suche nach den Chips machen. Ich würde eine exponentiellen. Also ich wünsche einen exponentiellen guten Tag. Ja, ja, den wünsche ich dir auch. Benutze den biometrischen Scanner. Ding. So, ich muss die Hand aufhalten. Entschuldigung. Die halten. Hol einen Superchip für Burgle. Eine Verbesserung im Wissenschaftsladen. Science Shop. Arbeitsplatz, um Waffen mit verschiedenen Materialien aufzuwerten. Kombiniere Zutaten, um verschiedene Speisen zu kochen. Fliegen Klatschos. I could really use some good grilling right about now. Aha. Was habe ich denn? 2000. Halber Grasboden. Ein halber solider Boden kann man auch als halbe Decke nutzen. Grasboden. Ein solider Boden kann man auch als Decke nutzen. Achso, wenn ich das freischalte, habe ich dann. Aha. Eichengeländer habe ich ja schon.
Grastalpe ist sicher nicht schlecht. Kledach, Kledach, oh ja. Mehrgeschossbauten. Kieselfundament. Ein gattelspieliges Fundament, auf dem man bauen kann. Stängelsäule, eine stabile Säule, Kieselsäule, Backelverbesserung, die durch die unfassbare Macht der Wissenschaft verbessert wurde. Kiesel in der Brandung, Schlüssel, geheime Fleischkenntnisse von Chips und für. Okay, können wir nicht leisten. Kundschafter. Schaufelschlucht, schließe diese Wegmarke ab. Schaufelschlucht ist eine legendenumwitterter Ort. Wer danach sucht, ist bisher nicht wiedergekehrt und nur Geschichten von gespenstischen Wegmarkierungen bleiben zurück. Erwecke diese Gerippe zu neuem Leben und enthülle den ganzen. Enthülle dem ganzen Land ihre Position. Die Klappert einer Handwerkskunst Halt durch das Königreich. Visionen von Werkzeugen und Bauplänen schüren den Erfindungsgeist. Rüste dich mit Madenbrille. Jage und töte zumindest 5 und eine Belohnung. Also welche? Wildnis ist völlig überlaufen. Beseitige diese fürchterliche Plage auf der Stelle. Kaulquappe. Okay, ich habe keine Kaulquappe. Aber die Brille kann ich machen. Ja, ich nehme das mal mit, ne? Wenn ich es mitnehmen kann, nehme ich es mit. Okay, meine Lieben. Das war's aber dann für heute mit der Folge von Grounded. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, auch an den Chat. Dankeschön für die Kommentare, für das Begleiten. Und in der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Alles Liebe, bleibt gesund, euer Alton.